So, wir sind bei Johanna und Christoph. Christoph, genau. Wo sind wir jetzt mittlerweile? In Biblis. Biblis, okay. Biblis, bei Mannheim da unten. Richtig, wieder weit im Süden. Ja. Gehst du vor? Ich gehe vor, ja. Man geht direkt. Ja, man auch mit Klingel sogar. So, aha! Hallihallo! Ein kleiner Zaun! Ein kleiner Hundezaun. Ach nee, da brauchen wir gar nicht aufmachen, da können wir so rüber. Ja, was war das denn jetzt eben von mir? 6 Tage sind wir auf Tour. Du hast sie verfahren? Hallo. Hallo. Sven. Hanna, hallo. Hanna, okay, und? Grüß dich, Christoph. Christoph. So. Und? Die kleine Brünhild. Brünhild? Brünhild. Brünhild. Die nordische Version. Kommt mir ja bekannt vor, der Name. Ich habe einen Trecker, heißt Brünhilde. Aber egal. Ja, siehst du? Wow, ihr habt es ja jetzt schon hübsch hier. Mit Outdoor-Küche und so, oder wie? Ja. Ja. Ne? Draußen lebt es sich schöner. Du, das ist überhaupt, da hast du vollkommen recht, weil das sagen ja auch viele, ne? Wer ein kleines Haus hat, der ist halt auch gerne draußen. Ja, natürlich. Also im kleinen Haus ist halt schön zu zweit kuschelig auch, aber im Sommer, wenn man Gäste hat, ist man dann doch meistens draußen. Ja, kann man das gut erweitern hier, ja, ne? Tatsächlich. Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, alles, was man braucht. Sven, guck dir mal diese wunderschöne Außenküche an. Ja, ich dachte, mega. Das haben sie gekauft, das haben sie selber gemacht. Was? Ja. Das ist ein 70er-Jahre Wohnzimmerschrank mal das gewesen. Hier? Ja. Ehrlich? Ja, den haben wir höhere Beine dran und andere Fronten für die Türen, weil die Presssparen waren. Wie geil ist das denn, oder? Hammer. Ich war auch gerade geflasht, das habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Was, habt ihr mehr als einen Grill, kann das sein? Ein Smoker und ein Teppanyaki, so eine Grillplatte. Und noch einen kleinen Pizzaofen. Hier geht's ab, du. Ja, Mensch, dann schauen wir uns doch gerne mal euer Häuschen an. Wie lange steht das schon? Weil, also es sieht schon alles so ein bisschen eingewohnt aus. November 2018, sind jetzt knapp 5 Jahre tatsächlich. Ja. Genau, und das wäre wow. Jetzt hier unser oh Gott. Oh nee. Kleines Häuschen. Nein, nein, nein. Okay, man ist erstmal ein bisschen geflasht, ne? Ja. Freut mich. Also die eine Besonderheit ist, dieses Haus haben die beiden wirklich tatsächlich komplett selber konzipiert. Ja. Also, wir haben es letztendlich nur umgesetzt, aber die wussten genau, was sie wollten. Und es war eine kleine Herausforderung, aber wir haben es halt hingekriegt. Und dieses Haus ist immer noch das beliebteste Haus bei uns auf der Internetseite, hat immer noch die meisten Klicks. Und immer, wenn ich was von den beiden poste oder irgendwas von dem Haus zeige, drehen die Leute durch. Christoph, das sieht man aber auch noch, ne, wenn man sich hier hinsetzt, dass man, also ihr wisst schon noch, dass ihr da auf einen schönen See schaut, oder? Ja. Ja, das sieht man schon noch. Ist ein Steg, Tretboot, die Gänsefamilie vor der Tür. Ja, aber wirklich. Also ich kann es euch auch gerne mal aufmachen, das hat natürlich noch mal eine ganz andere Optik, ja. Wenn es denn tatsächlich hier offen ist. Das sind Wildgänse. Oh. Also Nilgänse, wir haben auch noch Kanada und eine Graugans-Kanada-gemischtgänsige Familie. Okay. Aber die lassen sich füttern und streicheln, also sind schon handzahm. Also ihr habt euch das ja echt toll gemacht, ne? Überall so kleine Sitzecken, hier, da, draußen. Ja, immer was in der Sonne und immer was im Schatten bei schönem Wetter normalerweise. Ja, richtig schlau. Ich sehe schon, ihr habt einen Ofen. Ist das da auch ein Fernseher an der Wand, was das jetzt ein Bild Fernseher, ist? Genau. Wow. Das ja, uns hat das halt gestört. Die normalen Fernseher, die sehen halt einfach nicht aus und es passt nicht in so ein kleines Häuschen. Ja. Das macht halt schon was her. Das ist immer so ein schwarzes Loch, was man an der Wand hat. Ja, ihr seid recht stylisch so unterwegs, ne? Also ich sag das, weil wir jetzt ja eine Woche unterwegs sind und die verschiedensten Häuser und Bewohner kennengelernt haben. Aber das war euer Ding mit der großen Küche, nehme ich an, ne? Ja. Also das wollten wir halt beide unbedingt, die große Küche, weil wir beide so gerne kochen. Und das verändert halt den Raum natürlich auch, also durch die Insel. Und hinten, das ist ja unsere Trennung. Wir haben ja gar keine Räume quasi. Und das separiert halt unser Schlafzimmer so ein Stück weit. Ja. Also das hat ja auch echt gut gemacht, der Küchenbauer ist immer super zufrieden und es ist wirklich schön. Und man hat trotzdem Platz. Also oft sind ja die Küchen dann so klein und das wollten wir halt nicht. Wir wollten den Platz haben. Dass man hat alles, was man braucht, also von der Spülmaschine, Backofen, Abzug nach draußen. Also nichts, was man im Haus sonst drauf vermisst. Also wir haben Waschmaschine im Haus auch noch. Also ja.
Und also wir sind ja hier auf einem Campingplatz, ne? Ja. Genau. Wie ist denn eure Geschichte? Also wie seid ihr hierher gekommen? Wie kam das alles? Christoph, das erste Mal bin ich hierher gekommen 2016, alleine mit dem Sprinter, der nebenan stand. Da gab es Hanna noch nicht in meinem Leben. Mein Bruder wohnte damals in Worms und war schwanger mit meinem Neffen oder mit seinem Sohn. Und da wollte ich halt mal in der Nähe sein. Und da habe ich den Campingplatz hier entdeckt und habe mich direkt rein verliebt. Im September bin ich dann auf dem Weg nach Spanien liegen geblieben mit meinem Sprinter, musste leider eine hohe Rechnung zahlen. Zufällig ist Hanna in der Nähe gewesen und vorbeigekommen und dann haben wir den Urlaub hier verbracht. So haben wir uns kennengelernt und auch verliebt hier auf dem Platz. Also da hatte ich auch noch einen Campervan tatsächlich. Wir hatten halt jeder einen. Ihr habt euch bei einer Panne kennengelernt? Sozusagen. Also nein, wir haben uns auf der Arbeit kennengelernt. Aber ich bin liegen geblieben in Freiburg und dachte damals, sie wohnt in Freiburg. Es war Coburg. Oh. Also ist quasi fast das Gleiche. Ne? Fast das Gleiche. Ja. Aber sie ist von Coburg damals vorbeigekommen nach Freiburg. Die Fahrt hat sich gelohnt. Ja. Dann haben wir hier auf dem Platz noch Urlaub gemacht, weil sie während der Zeit noch arbeiten musste. Und wir arbeiten von Frankfurt aus und deswegen... So kam es alles. ...ist das okay. Ganz praktisch gewesen. Genau, wir haben erst so Vanlife hier gemacht. Ne? Also hatten unsere Busse hier stehen, da war das alles noch deutlich kleiner. Als Dauerparzelle dann, genau. Mhm. Und dann haben wir halt gefragt, ob wir auch sowas aufstellen dürfen. Das war in Ordnung. Dann haben wir uns ein bisschen vergrößert und ausgebreitet und hier noch den ganzen Hang dazu und unten einen Steg gebaut. Und geil. Und das ist jetzt eine Dauerpacht, oder? Genau. 10 Jahre, genau. Und dürfen wir denn auch hinten gucken, aber hinter der Wand hier? Gerne doch. Also das Schöne, was uns der Küchenbauer auch gemacht hat, was sonst fast nirgendwo möglich gewesen wäre, er hat uns die Rückwand lackiert komplett. Ah, cool. Der Küche so, dass man von hier aus auch einen schönen Blick hat und auch irgendwo Licht. Ja, sehr gut. Also die Hälfte eures Hauses ist im Prinzip Küche und offener Bereich. Genau. Selbst das hier ist offen, euer Schlafzimmer. Auch hier hinten aufs cool. Grundstück kommt keiner. Und wenn man im Bett liegt, also selbst wenn ich als großer Mann direkt vorne vorm Fenster stehe, kann keiner aufs Bett schauen. Ja, okay. Auch hier, Sven, fällt dir was auf, es ist auch wieder alles ordentlich. Ne? Wenn man minimalistisch leben möchte, muss man ordentlich sein. Oder es haben alle aufgeräumt, weil sie wussten, dass wir kommen. Ja, aber tatsächlich. Es hilft tatsächlich Boxen und auch das Bett ist ein Stauraumbett und ähnliches. Kisten zu haben, wo man einfach reinschmeißen kann. Weil vorne auf dem Hänger, ich sag mal, das hat jetzt nicht unbedingt was Ungewöhnliches. Nee. Und in die Kisten schaut ja zum Glück keiner. Nee. Ui. Also das ist die größte, ich bin ja hier der Duschenfreak unten immer, ne? Unten ist noch ein Lichtschalter, kannst du drehen. Ah, eine Drehschalter. Dann hast du noch mehr Licht. Also Markus, das ist die größte Dusche, die wir je gesehen haben. Das glaube ich auch. Wir haben eine WD-Toilette. WD? Ja. Was heißt das? Weiß ich nicht, ne? Ja. Kenn ich nicht, oder? Anstatt Papier gibt es einen Wasserstrahl, der dir deinen Hintern reinigt. Warm oder kalt? Gewärmt. Gewärmt? So Wunschtemperatur. Das ist ja auch ganz geil. Willst du mal ausprobieren? Kann ich dir zugucken? Also, erstens nein und zweitens... Übrigens hier, wenn ich das mal ganz kurz sagen darf, habe ich gerade gesehen, geile Idee. Das war ein Kickstarter-Projekt, die Halterung. Die kann man auch in die Küche als Kochbuchhalterung sozusagen fürs iPad nehmen. Die kann man noch kippen, schräg stellen. Ja, super. Weil Fernseher ist ja auch irgendwie ein Auslaufmodell, ne? Ja, so braucht man ja ein Bett auch nicht, wirklich. Also ein Bett brauchst du nur so was Kleines, ne? Ja. Ja, wenn es halt mal nicht schön ausschaut, machst du es weg. Also da kann man nichts anderes sagen als super cooles Haus, oder? Und im Notfall haben wir ja draußen auch noch Beamer und Leinwand für den Garten. Aha. Glaube ich, du gehst gerade von mir weg, genau. Also wenn ihr euch versteht, dann kommt ihr euch näher. Genau, und ansonsten können wir uns wieder separat. Man kann auch so ohne Worte, ne? Kann man ich fahr auch mal weg. Ja, bist du wieder weg. So, wenn man sich gar nicht versteht, okay. Geht man sich dann komplett weg. Ja, und wie ist euer kleines Resümee nach der Zeit? Also 2018, sind wir schon 5 Jahre. Ja. Damit seid ihr für dich, Valeria, ja wahrscheinlich die längsten Bewohner in einem Chalet oder Teil. Ja, in so einem Chalet schon. Ne? Wir hatten 2, 3 Stück schon ausgeliefert, wie gesagt, in der Form. Aber dieses Haus ist für mich eines der besten Projekte von Vitalcamp überhaupt. Ja, also es ist echt mega.
Und euer Fazit so? Also es oder läuft Zwischenfazit? Echt gut. Ja. Also es ist auch nie super gedämmt tatsächlich. Ja, nie wieder zurück in die Stadt, das haben wir auch schon gesagt. Also was auch immer passieren würde, wir bleiben auf jeden Fall in unserem Häuschen. Hm. Man kann es ja mitnehmen, großer Vorteil. Ne? Ja, wie gesagt, es ist echt gut gedämmt. Also wir heizen fast nur mit dem Ofen. Wir haben zwei Heizungen, also das Bild und hinter euch die Tafel und der Spiegel, das sind unsere das Heizungen. Bild ist eine Heizung? Das Bild ist eine Heizung. Und die Tafel? Die Tafel auch? Und im Schlafzimmer der Spiegel und der Handtuchhalter im Badezimmer. Wie habt ihr denn das gemacht? Ihr habt da was drauf gemacht? Nein, die haben wir so bestellt damals. Also das geht? Die kannst du so kaufen, genau. Genau. Also das Bild war ein Eigenauftrag von ihr, den wir da draufziehen haben lassen, also Unterglas. Okay. Und den Rest kann man so auswählen. Aber die brauchen wir im Grunde eigentlich kaum, weil der Ofen schafft das auch. Also wir heizen im Grunde nur mit dem Ofen im Winter. Und wenn auch man nicht da ist. Also ist es halt, um eine Grundwärme zu halten, wenn man mehrere Tage nicht da ist oder so im Winter mal. Ja. Da braucht man so. Oder halt Badezimmer, ne? Also bis der Ofen dann quasi richtig läuft, wird das Badezimmer so ein bisschen halt auf 10 Grad geheizt. Also dass das nicht so total kalt ist morgens, wenn man da reingeht. Ja, also super, super Hütte. Ich bin schon wieder geflasht. Also so oft, wie ich dieses Mal auf dieser Tour geflasht bin, das kann ich gar nicht sagen. Aber total, dass es überhaupt möglich ist, auf einem Campingplatz so stylisch zu wohnen wie ihr, das hätte ich jetzt auch nicht für möglich gehalten. Macht Spaß. Ja. Diese ganzen geilen Ideen, also mit dem... Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das Ding ein Fernseher ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich hatte es vermutet, weil es leicht leuchtet. Ja, ja. Ja, Sven, jetzt könnte man dir die Frage stellen, welches Tiny House fandst du am besten von unserer Tour? Das ist auch eine schwierige Frage. Das ist nicht zu beantworten, das ist unmöglich. Jeder hat auf seine Art und Weise das für sich konzipiert und hingestellt, egal ob nun für Vermietung, für ewiges Wohnen darin oder für sich also zu verkleinern. Sehr schwer zu beantworten. Also kann ich so nicht beantworten. Mhm. Weil es so unterschiedlich war und so gut. Ja. Das kannst du ja auch nicht sagen. Nein, kann ich auch nicht. Also natürlich habe ich meine Favoriten und die haben wir alle besucht. Ja. Ich meine, wenn wir über 100 Häuser mittlerweile ausliefern, haben wir natürlich eine große Auswahl. Und genau die besten haben wir uns dieses Mal auch ausgesucht. Ich bin auch froh, dass ihr alle Zeit habt und freue mich schon auf die nächste Tour. Aber das sind wirklich tatsächlich alles so einer der besten Kunden, die wir haben. Aber ihr habt euch auch hier den Platz für euer Haus richtig gut ausgesucht. Der war gar nicht so toll tatsächlich. Das war ein Matschfeld. Puh, also wir haben hier 5 Tonnen Kies per Hand, per Schubkarre hingeschippt. Haben ganz viel gepflanzt, ganz viel gemacht. Wir haben alte Fotos, es war leider nicht ganz so ansehnlich. Also keiner wollte den Platz tatsächlich. Also keiner wollte dieses Grundstück haben. Jetzt wollen es alle, wa? Ja, keiner hat das Potenzial erkannt. Und wir haben halt auch gesagt, gerade mit der Glasfront und dieser Blick, auch im Winter ist das traumschön. Ja. Und für mich auch mit die schönsten sind oben die Fenster einfach, man guckt raus ins Grüne, da können Wohnwagen stehen, so viel noch und nöcher. Kriegen man wir gar sieht keinen nicht einzigen. Man sieht einfach nur oben wir die grünen immer Bäume. Nur hier die Natur tatsächlich. Ihr habt das hier euer kleines Ding erschaffen. Ja. Und, weißt du, was mich am meisten freut, die sind seit 4 Jahren hier oder über 4 Jahre. Ne? 5 Jahre. Also, 5 Jahre. Nee, warte mal, mit dem vorher mit dem Bussen wohnen sind sogar 6 oder 7. Ne? Das ist recht so, lange. Und das Haus lebt noch, weil viele stellen uns ja die Frage, wie lange ist das haltbar? Wo ich dann denke, okay, wie erklärst du es den Menschen? Und hier können wir es einfach zeigen. Die beiden sind seit über 4 Jahren hier, fast 5 Jahre. Und ist an dem Haus irgendwas gewesen? Vielleicht es die Fassade, ja, die mal ein bisschen nachdunkelt. Genau. Aber ansonsten... Es ist ja normale Holzständerbauweise. Es ist ja auch nicht anders wie so ein normales Holzhaus gebaut. USA, ein ganzes USA. Genau, aber ganz sagen, so ein USA-Haus im Grunde. Ja. Also das ist schon auf jeden Fall massiv. Mhm. Und man sieht es ja auch an der Stärke der Wände. Also ich weiß nicht, was hatten wir, 15, 20 Zentimeter oder sowas? Ja, 20 Zentimeter, ja. 20 Zentimeter. Also, ja, am Ende können wir sagen, geiles Haus an geilem Ort.